Nee. Endlich richtig gespielt. Hat nichts geholfen. Vielleicht stand ich auch zu nah dran, mir doch egal. Da oben war was. Wieso sind hier diese Silbern? Hier befindet sich an einer Stelle ein Zombie. Oh, Bomben brauche ich jetzt wieder. Okay. Bomben. Auge. In der Zeit, wo die Bombe hier sich zündet, kann man ja den Kram hier einsammeln. Oh, da sitzt ein Zombie. Ich weiß nicht, soll ich ihn wirklich töten, aber er wird mich schlagen. Er wird mich fressen wollen. Yeah. Nein, er hat mich, verdammt, lass mich los. Habe ich schon erzählt, dass ich damals richtig Schiss vor denen hatte? Als ich klein war und das Spiel gespielt habe? Ja, überall Bomben entschmeißen. Gucken, was sich hier alles befindet. Ich laufe gerade nicht hin. Auch nicht zu einer Truhe, merke ich. Wieso sind hier Donnerblumen? Ah, okay, man kann bestimmt von hier oben reinfallen irgendwie, ja. Wieso so viele Deko-Kerne? Und wenn man von da oben reinfällt und man hat keine Bomben und dann ist man hier eingemauert, dann wäre es ja blöd. Das Einzige, was man dann machen könnte, wenn die Donnerblumen nicht da wären, einfach abspeichern und dann nochmal neu starten das Spiel. Was? Lass mich los! Ja, ist kein Gegner. Kein Gegner. Kein Gegner! Hier müsste die Karte drin sein, wenn ich mich nicht irre. Ja. Hier kann man auch bestimmt irgendwie reinfallen von oben. Und da oben ist unsere letzte silberne Münze. Okay, ich glaube, wir haben alles gedeckt in diesem Teil. Also in diesem Dungeon, wieso in diesem Teil. Und da gab es bestimmt noch Räume, wo ich, ein, zwei Räume, wo ich noch nicht war, aber von da wäre ich eigentlich noch runtergeflogen. In diese Grotte hier. Und das ist der letzte. Das sind, glaube ich, immer fünf silberne Rubine. Was hat der zu sagen? Ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen flüstern. Sie flüstern mir zu, suche nach dem Auge. Ach, ich bin wieder am Anfang? Ja, wie es aussieht, ja. Aber da ist noch eine Truhe, die hole ich mir. Jetzt keinen Sinn. War da was? Ach so, das ist der Deckel von der Truhe gewesen. Och, der hat mich völlig erschrocken. Ich glaube, ich war in diesem Raum noch nicht. Kurz die Karte öffnen. Ja, aber da ist nichts, wenn da keine Truhen sind. Ach, wen kümmert's? Gucken wir einmal da. Hey, da ist doch eine Truhe. Was soll der Mist? Oh mein Gott, ein Herzteil. Wär's mit einem Schild oder so? Legend of Zelda Schild los. Hier ist auch noch was. Boah, den Deko-Stab. Hier haben wir jetzt eine andere Version von Zombies. Und zwar Mumien. Selber Effekt, die schreien euch an. Und Link macht sich in die Hose. Aber wir sind aber auch gezwungen, diese zu töten. Aufzuschreien. Was? Wieso erwischen die mich? Ist mir egal. Nein, der erwischt mich nochmal. Boah, Glück gehabt. So.
Wenn ihr eine Fackel öffnet, entflammt oder so, zum Brennen bringt, öffnet sich der Sarkophag dementsprechend. Also wenn wir die Fackel hier anzünden, öffnet sich der Sarkophag. Aber wir werden alle anzünden. Und wieso will ich versuche ich eine nicht angezündete Fackel? Ach, wieso versuche ich von so einer ein Feuer zu nehmen? Ah, da ist nichts. Egal, wir werden jede Fackel einmal anzünden. In irgendwo sind auch Mumien drin. In irgendwelchen, nicht in irgendwo. Ah, wieso hab ich draufgehauen? Ey, stirb! Ich hab vergessen mal reinzugucken, ob da was ist. In dem ist ein Zombie auf jeden Fall. Noch mehr Fledermäuse. Ein Schlüssel. Obwohl ich das Auge der Wahrheit schon hab. Eigentlich, was ihr machen müsst, um das Auge der Wahrheit zu bekommen. Ne, zwei sind Zombies, oder? Um das Auge der Wahrheit zu bekommen, müsst ihr einfach nur das Wasser. Ihr müsst die Zelda das Wiegenlied spielen, um das Wasser ablaufen zu lassen. Und sonst nichts. Dann müsst ihr wieder zurück zum Eingang. Um dort gegen die Boss zu kämpfen, um das Auge der Wahrheit zu kriegen, dann ist es schon vorbei. Ey, stirb. Okay, hier haben wir nichts mehr verloren. Wie es aussieht, habe ich alles, was eigentlich nötig ist zu entdecken, entdeckt. Da ist noch ein Raum, den ich glaube ich... Nee! Wovon rede ich da? Da sind noch überall Truhen auf der rechten Seite. Ich muss noch mal die Karte gucken, in welchen Räumen das war. Gleich gegenüber, okay, gleich gegenüber und dann in der, da wo ich, der Bosskampf war? Eigenartig. Hier kommt irgendwo Meisterhand, ja. Ja, hör auf zu nerven, mein Gott, und das kann man nicht vorspulen, das ist der größte Aufreger überhaupt. Ja, toll, aber wie komme ich da hin? Ich glaube durch diesen Raum. Ich muss von diesem Raum aus hinein. Da ist ein Loch. Gut, das werden wir machen. Ich glaube, dazu war auch dieser Schlüssel da. Jo. Und hier in diesem Raum sind ganz viele von diesen Löchern. Also diese Illusion. Ja, hier sieht man schon. Ah. Ich brauche die Bomben. Kein Deko-Stick mehr, Deko-Star. Schneller, schneller. Ach, verdammt, und ich habe kein Schild, der wird sitzen. Ich wollte das machen. Oh mein Gott! Hier. Hä, hey, ich habe ihn betäubt. Hier, frisst das. Die Bombenwaffe für das Teil da gedacht und der Boomerang für die Fledermäuse. Aber hat sich woanders entschieden. Das Schicksal. Ah, ein Deko-Schild. Das werde ich aber nicht benutzen. Dieser Run wird schildlos. Aber für bestimmte Bereiche sind wir gezwungen, ein Schild zu benutzen. Der frisst mich. Ja, ich komme da auch nicht raus. Ich sag doch, er kann mir nichts klauen. Ja, er kann mich ruhig weiterfressen, das ist egal. Vielleicht gibt es einen leichteren Weg. Verzieh dich mal. Ah, das geht doch leichter. Hätte ich jetzt noch mein Schild angezogen oder so, hätte es gefressen. Aber es gibt eine bestimmte Chance, dass er das dann wieder fallen lässt und wir das erneut haben. 20. Was haben wir hier? Lilia-Schild, noch besser. Habe ich schon beide Schilder. Fehlt uns noch eins. Einfach durchlaufen, die kümmern uns nicht mehr.
Ich werde noch einmal kurz die Karte aktivieren, um zu gucken, ob wir was übersehen haben. Ah, köstlich. In den Raum, wo der Boss war. Okay, da werde ich eh vorbeilaufen. Kann man ja gucken, das ist bestimmt noch Geld oder so, aber... Better safe than sorry. So heißt ja das Sprichwort. Link ist schon weg von der Kamera und die kommt nicht mit. So. Ja, hier sieht man. So, hier wirst du nochmal runterspringen. Wir checken nochmal den Raum ab. Und dann gehen wir zurück. Raus. Aus diesem. Raus. Weg von diesem Ort. Ich glaube, ich kann so. Ja, das kann ich machen. So, was haben die denn hier versteckt? So, hier ist ja das, die Truhe, aber man merkt, man kann hier nicht mehr weiter. Und da oben steht schon öffnen. Wenn man Glück hat und aus Versehen gegen sowas knallt, dann... Das ist shit. 200 Rubine. Egal, kann passieren. Es gibt noch eine größere Tasche mit 500 Plätzen. Also eine Börse, Geldbörse, damit wir 500 tragen. Aber ich glaube... Ich habe mal das falsch erklärt, dass gelbe Rubine... Ich glaube, ich habe erzählt, dass gelbe Rubine 10 an auf dem Rubine-Konto dazugeben. Ich glaube, in diesem Teil ist es anders. Ich war eher auf einen anderen Zelda-Teil fixiert. Und zwar... Wie ist der? Twilight Princess. Ach. Es wäre schön, wenn ich was sehen könnte. Ja, wenigstens der Tod. In Twilight Princess ist es so, dass die fünf... Also Legend of Zelda Twilight Princess, da ist es so, dass die gelben nur 5 geben. Nur 5... Nee, 10. Mein Gott. Gut. Das haben wir jetzt auch. Ach, brauche ich gar nicht. Ich kann hier schon die Ocarina aktivieren. Gut. Das habe ich. Das packe ich gleich dahin. Und der Rest ist mir völlig Schnuppe. Gut. Wie ging das? Nee. Genau. Nachdem ihr das erledigt habt, also diesen Dungeon, nachdem ihr das Auge der Wahrheit habt, wird eine Cutscene ausgelöst. Zu der werden wir sogar als erstes hinlaufen. Aber ich kann das ja schon mal im Voraus sagen. Also gleich, wenn, nachdem wir wieder erwachsen sind, laufen wir dorthin. Ach. Ah, schon eine gute Stunde aufgenommen. Ich glaube, ich werde es ein bisschen länger machen. Schönes Masterschwert. Aber das Schwert ist besser. Aber ich habe ja gesagt, wir werden für den nächsten Tempel die rote Rüstung tragen. Ah, ich weiß nicht, vielleicht mache ich sogar den vierten Tempel zuerst.